Und damit ein Hallo und ein herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Bloody Platinum. Wir sind heute immer noch im komischen Wald gefangen, indem wir jetzt unseren Weg weitermachen, um weiter Pokémon-Kämpfe zu bestreiten und auch weiterhin die schöne Welt des Pokémon zu genießen mit schönen Themen, mit was uns auch immer einfällt. Und da ist schon jemand, der sagt, ich kann sie sehen, ich kann deine Niederlage sehen. Hätte der wohl gerne. Und der andere möchte genau durch die Verbindung von Trainern und Pokémon wird eine ganz große Kraft erzeugt. Diese Kräfte und ja, diese Kämpfe gegen Psycho und Lisa und Psycho Linus sehen wir jetzt erstmal. Wobei ich sagen muss, wow, ein Kramurks und ein Natu sind beide gegen meine Elektro-Pokémon sehr im Nachteil. Aber ich sehe schon, dass da Kramurks Unlicht ist, dass der jetzt bestimmt gleich irgendwie Verfolger einsetzt. Heißt, wenn wir jetzt das Pokémon wechseln auf Roman, dass wir einen erstmal vollgetacht kriegen. Ich hab's doch gewusst. Ja, und damit ist Strassler wieder mal besiegt. Hätte ja auch nicht anders laufen können. Wenn ich jetzt ein bisschen so komisch klinge, wenn ihr so sagt, ja, ey, du klingst ein bisschen komisch, ja, please, ne, nicht wundern, ich habe ein bisschen Halsschmerzen und, ja, die Halsschmerzen setzen mir ein bisschen zu, nebenbei habe ich irgendwie so ein bisschen Schmerzen in der Brust, woran das liegt, weiß ich leider nicht und, weggehen sie momentan wirklich auch nicht. Und deswegen kämpfen wir erstmal mit unserem Roman, was noch keine Elektroattacke kann. Was uns natürlich hier zum großen Vorteil wird, weil wir eh kaum Schaden machen. Oh Roman. Roman wurde vernichtet! Oh Roman, da musst du noch ein bisschen lernen. Ja, definitiv. Aber dafür haben wir ja hier ein nettes Electek. Unser Electek ist ja auch mächtig, bereits Level 27, und das wird uns auch nur so weit verfolgen, bis wir es entwickelt haben, damit wir das hier ablösen können, damit wir Electek und Elevoltek schon haben in der Liste von den 100% der Pokémon. Okay, wir haben nur Elevoltek, aber wir wollen ja alle fangen, heißt also, wir werden noch ein Electek fangen müssen und auch ein Elekid. Wir sind jetzt einfach zu verstehen und ich merke gerade, ich habe den Text immer noch nicht auf 3 gestellt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie, ja. Ja, was machst du denn jetzt? Oh, wie süß, Eierbombe. What? Okay, die Eierbombe geht ab. So, oh, ein Nachthaare. Ein Nachthaare ist ein sehr schönes Pokémon aus meiner Sicht. Weil, ja, keine Ahnung, warum ich es schön finde. Ich habe ein Bild gesehen von einem Nachthaare, das gefällt mir irgendwie. Das ist ein Nachthaare und jetzt stellt euch vor, das ist eine Frau. Und die hat sich wie ein Nachthaare verkleidet. Das Bild, ja, werde ich euch irgendwie unten in die Beschreibung posten. Werden wir ja noch sehen, wie es aussehen wird. Irgendwie wird es schon gehen. So, Natu wurde besiegt und weitere 375 EP erwarten uns und wir kriegen Level 28. Ist natürlich vom Vorteil und wir erlernen eine neue Attacke. Okay, welche Attacke sollen wir direkt mal vergessen? Ich glaube, wir verlieren den Donnerschock dafür am liebsten, weil der eh nicht mächtig ist und haben dafür eine schöne neue Attacke. So, und ich hoffe, wir kriegen jetzt diese Kämpfe ein bisschen schneller hin. Ich würde ja lieber mit meinen beiden Pokémon kämpfen. Dann wüsste ich wenigstens, was ich einsetze, was auch Schaden macht. Also statt so einer verflixten Donnerwelle, die nichts macht. So, und ein Psyander wird eingesetzt. Das ist ja mal sehr interessant, weil, ja, das sind die beiden aus der zweiten Generation, die als Evoli-Entwicklung reingekommen sind. Das eine entwickelt sich, wenn man nachts gut wird, das andere am Tag. Also, liebemäßig. Bei mir war es der klasse Zufall. Bei mir haben sie sich beide auf Level 50 entwickelt. Also, beim Originalspiel Bloody Platinum im Original, genau. Ach du Scheiße. In Platin haben sie sich beide entwickelt. So. Da fand ich natürlich sehr interessant, weil, ja, ist schön gemacht eigentlich. Und warum soll es auch nicht so sein? Ich meine, ich habe viel Spaß gehabt und, wow, ein Volltreffer.
Hat so viel Damage gemacht, das ist aber nicht okay. Und ich habe das Gefühl, das wird hier noch einen kleinen Problemkampf geben. Aber so langsam verstehe ich nicht, wieso die immer schneller sind als ich. Die sind paralysiert. Ja, was für ein Unfug. Ich habe es nicht paralysiert, da kannst du keine Synchro einsetzen. Sehr lustig, ich lache schon, hahaha. Ich fand es jetzt nicht lustig, weil es war einfach nicht für uns die Attacke, die wir gegen es eingesetzt haben. Und trotzdem darf es Konfusion einsetzen. Oh, wir leben noch, das ist gut. So, wir müssen unbedingt in den Beutel greifen und unsere KP wieder heilen. Wir haben noch 4 Supertränke. Und wir haben wirklich nur ein KP übrig gehabt, Leute. Das ist krass. Für euch, ich überlege gerade, ob ich das extra jetzt gleich unten zeige, also wenn ich den Part schneide, dass ich das da unten reinhaue, dass ihr genau seht, dass nur ein KP übrig geblieben ist. Ja. Ich will eh nicht angreifen. Also von daher. Ich glaube, ich werde das reinmachen. So, ein Donnerschlag auf Psyana. Wieso kann die rechte Hand einsetzen? Die... Was? Okay, so langsam verwirrt mich das Ding. Alter, das macht Probleme. Die machen gerade echt Probleme, die Pokémon. Nicht, dass das gleich hier irgendwie zu einer Sache wird, die uns richtig Probleme macht, weil... ja... Ich meine, die Paralyse hilft ja jetzt gar nichts mal, weil die wird auch... Die ist auch nicht paralysiert oder so. Nee, die bleibt immer am Stehen und sagt so, ja, hey, ihr rechte Hand, ne, Paralyse untauglich und so. Soll ich mal wissen, wo jetzt deine rechte Hand hingehen wird? Denn damit ist nur noch du gegen mich und... Ja, wir haben beide noch 2 Pokémon. Nee, ich habe 3. Ja, ich habe noch 3. Ich habe ja noch Charmian dabei. Jetzt erklär mir mal, warum du nicht paralysiert bist. Was um Himmels Willen ist das denn für ein... Alter, das ist ein Monster. Das muss unbedingt paralysiert werden. Ja, geht doch. Das ist unglaublich schnell. Okay, das ist nicht die klügste Attacke. Windschnitt. Ah, gut. Es ist dumm. Das gefällt mir. Es ist dumm gerade. Alter, wir machen kein Damage. Was ist das? Ja, es ist besiegt. Wow, das Psyana war aber mächtig stark, finde ich jetzt gerade. Und Parenta, unser Flug-Pokémon, verdient wirklich dieses Level 23 gerade zurecht. Und ein Owei. Okay, jetzt sind wir klar im Vorteil. Wenn wir schnell genug sind. Ah, das sind wir auch. Der Windschnitt müsste jetzt eigentlich den Rest erledigen. Oder vielleicht noch ein bisschen übrig lassen. Ja, leider. Und ich hoffe, es macht uns jetzt hier nicht irgendwie eine Gefahr, die zum Beispiel verwirrend sein kann. Nee, paralysieren, noch schlimmer. Kann vielleicht ein wenig gefährlich werden. Aber die Kugelsack könnte vielleicht doch nicht so gefährlich sein, weil das war gerade ein Volltreffer und es war wirklich gar nichts, was es uns abgezogen hat. Und auch nur 2-mal getroffen. Und der Windschnitt sitzt eh, das heißt, der Kampf geht an uns. Das war ein harter Kampf jetzt wieder mal, aber irgendwie passt es zu dem Spiel. Die Kämpfe werden härter. Es wird schwerer zu überleben eigentlich. Finde ich auch schön. Auch wenn wir jetzt nicht hier wirklich vorankommen. Jetzt bin ich diejenige, die die Niederlage davonträgt. Und, Ja, und, oh, und fast 1700 Dollar. Danke für diesen schönen Kampf. Das gibt viel EP und wir sind natürlich wieder aufgemotzt. Und treffen jetzt auf... What the hell? Das ist... Okay, das ist nicht übermächtig, aber... Scaraborn könnte mir vielleicht Schaden machen. Wenn Sichler nicht Verfolgung hat. Natürlich hat es Verfolgung. Aber irgendwie möchte ich jetzt die AP abgreifen. Die EP, weil das gibt mächtig EP. Alter.
das Dreamteam vom Dienst. Das hält Shannara nie im Leben aus. Habe ich mir schon gedacht, dass das passiert. Okay, ich möchte irgendwie... Wir können sogar noch nicht mal abhauen. Das ist ja das Verblüffende. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir Sichlor Schaden machen. Weil Sichlor kann mit seinem Flügelschlag doch deftig gefährlich werden. Dem ist aber nicht so. Sichlor macht lieber nix und unser Flammenrad müsste Sichlor eigentlich dann vernichten. Ist ja auch nur... Was? Ah, es brennt wenigstens. Okay. Und der Furienschlag... Okay, der könnte ein bisschen gefährlicher werden. Wenn der fünfmal trifft, dann zieht er nämlich schon eine Menge ab, aber das... Ja, dreimal ist okay. So, die Verbrennung schadet Sichlor. Das heißt, wir haben es jetzt erstmal auf unser Skaravan abgesehen. Ja, ich habe es vorhin erwähnt, der Flügelschlag kann gefährlich werden. Ja. Electek. Nee, Porenta. Porenta aus dem Grund, weil Porenta in dem Fall beide angreifen kann mit Windschnitt. Was wir auch machen natürlich. Da kann sie sich so schnell machen, wie es will, das wird jetzt verlieren. Weil beide sind Käfer und dass das Scarabon noch Kampf dazu ist. Was natürlich Flug auch im Nachteil hat, ist natürlich ein großer Vorteil für uns. Den wir jetzt auch recht gut ausnutzen werden. Wenn Scaraborn jetzt hier nicht aufhört, uns irgendwie zu verarschen, aber das wäre eh nichts geworden. Weil, mal ganz ehrlich, ja, Sichlor ist jetzt definitiv down. Können uns aber Scaraborn fangen, wenn wir gut sind. Oder Porenta landet ein Volltreffer, natürlich, das muss ja so kommen. Göttlich, das heißt, ein Level up trotzdem für Porenta, aber dass wir die Punkte nicht bekommen haben, ist leider schade. So, wir haben gerade 20 Uhr überschritten, schöne Zeit gerade dafür. Und mir fällt jetzt ein, was ich jetzt endgültig mache. Zack, so. Und das Motiv muss auch geändert werden. Muss irgendwas, cooles sein. Stahl! Ja! Denn mein Beruf handelt von Stahl und... Oh nein, Reiser möchte kämpfen. Oh, wie süß. Wie gesagt, man soll das Kleine nicht unterschätzen, aber diesmal in dem Fall schon. Denn ich begib mich auf die Flucht, weil ich keinen Bock habe auf kleine Gegner. Und es kommen zwei neue Gegner. Das ist mal sehr interessant, wie oft hier Gegner kommen. Haben die jetzt welche hier zugemacht? Gute Frage. Meine Sinne arbeiten auf Hochtouren. Ein seltenes Pokémon. Was? Hatte ich jetzt ein seltenes Pokémon? Gab es denn schon ein seltenes Käfer-Pokémon? Eins, also von den beiden ist bestimmt keins ein seltenes. Das steht definitiv fest. Vaparas Gift. Könnt's mal probieren. Auf jeden Fall setzt, unser Chanera Eierbombe ein und wir setzen die Konfusion gegen Paras ein. Und man merkt, wir sind gefistet. Der Wald ist viel zu gefährlich für Traster, ganz ohne Witz. Und wir haben hier gerade momentan ein bisschen Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist das jetzt nur so kurz so, aber das ist momentan heftiger. Ja, das ist momentan heftiger. Haben wir jetzt einmal die Maus rausgenommen, nicht, dass ihr gleich über ein Geräusch wundert. Jetzt ist doch alles wieder flüssiger. Oder auch nicht. Ich weiß jetzt nicht gerade, was das ist. Das hält ein bisschen auf hier gerade. Vielleicht hat er sich auch irgendwas hier... Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Anziehung, ja, das ist eine schöne Attacke. Die macht nämlich wenigstens ein bisschen Sturverliebe. Und... Ja, Starverliebe ist ja ein bisschen gut. Aber wieso haben die eigentlich alle 6 Pokémon? Ist das jetzt so übertrieben gemacht hier? So, Flammenrad auf Vardribi. Natürlich ist Vardribi schneller. Geht ja nicht anders, es muss ja schneller sein. Greif mal du lieber dein Burmi an, ey. Seit wann sind wir denn paralysiert? Ich überlege gerade. Ah ja, Stachelspore, glaube ich. Ich weiß gerade selber nicht mehr. Auf jeden Fall
haben wir keinen Angriff gemacht und das dauert dann wieder umso länger. Und ich würde ja natürlich am liebsten Speed setzen, aber Speed geht hier nicht. Ich drücke andauernd auf Plus, weil so nach Zeit geht doch ein bisschen der Spaß dahinter her. Andererseits nutzen wir die Chance, um schöne Themen wie zum Beispiel Vorbilder des Lebens, das, was man so gerne macht, aufzugreifen. Offenlegung. Ja, sozusagen eine Offenlegung, die wir aber hier diesmal nicht behalten, sondern nicht lernen. Und ein Pinsir. Wow, ich hatte damals Angst vor Pinsir. Weil diese Dinger, die sehen dieses Ding sieht mir irgendwie ganz ungeheuer aus. Sagt der eine oder andere sich bestimmt, was? Das ist doch nicht so schlimm. Fakt ist auf jeden Fall, damals habe ich Pinsir ist ja ein Ohrenkneifer. Die Leute, die das kennen, wissen, was ein Ohrenkneifer ist. Und die es nicht wissen, ja. Ist es denn? Beutel. KP. Und wieder hat Pompür auch nur ein KP, das ist unglaublich. Pinsir ist ja ein Ohrenkneifer und ich hatte damals riesen Schiss vor Ohrenkneifer, weil Pinsir ist nach Pokémon-Logik 1,40 groß. Ist schon eine gewaltige Größe. Fakt ist nur, ich hatte Angst, dass richtige Ohrenkneifer auch so heftig groß sind. So kam halt die Angst davor, dass so ein Pinsir mal vor meiner Haustür steht und macht. Weil seine Scheren, ja. Was macht eigentlich Chanaira andauernd da? Das verwirrt mich ein bisschen. Wie dem auch sei, ich dachte auf jeden Fall, ein Pinsir wäre übermächtig gefährlich. Egal, Chanaira ist jetzt auch besiegt. Das ist schade eigentlich. So. Und ich dachte, so ein Pinsir, ja, das schneidet mir den Kopf ab einfach mal so. Deswegen konnte ich auch nachts nicht schlafen, nachdem ich Pokémon gespielt habe. Gelernt habe. Natürlich habe ich Pokémon gelernt. Pokekunde. Wie dem auch sei, ich konnte dann nachts nicht schlafen und habe mir gedacht, ja, Pinsir kommt. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, ja, das ist doch nur ein Spiel. Und dann hat sie mir einen echten Ohrenkneifer gezeigt. Und dann habe ich mir nur gedacht, den trete ich doch platt. Ohrenkneifer sind ja nicht wirklich groß. Ich weiß gar nicht, ob man da, wo ich herkomme, also da, wo ich jetzt bin, Ohrenkneifer kennt. Weil wir sind in der Stadt, das war damals ein Dorf, das ist schon ein Unterschied. Weil Leute, die aus dem Dorf kommen, sagt man immer, die sind ja so dumm, weil sie ja nichts lernen. Ich meine, ich habe meinen Realschulabschluss mit einem Notendurchschnitt von 2,1 gemacht und das reicht doch vollkommen aus. Was soll daran dumm sein? Oh. Ja. Das war's wohl für Pampyro. Aber wir haben ja noch Electek. Aber ich nehme nicht Electek, wir nehmen Porenta. Weil Porenta uns hier klar im Vorteil ist und doppelt sogar. Mit Aeroas müsste es eigentlich auch Schaden machen. Und Durchbruch dürfte gar nicht effektiv sein. Wenn dann nur normal genau. Wow. Jetzt übertreibst du aber. Okay. Donnerschlag. Müsste normal sein. Ist es auch. Und, oh Gott, nur die Hälfte. Alter, der Durchbruch geht mir auf den Keks. Der ist übermächtig, der Durchbruch. Ah, paralysiert. Das ist das, was ich so gerne sehe. Wir müssen unbedingt das Ding töten. Sonst tötet uns das jetzt. Na, kommt Roman wieder in den Einsatz und macht seinen Ruckzuck-Hieb. Nein! Ja, das ist doch unglaublich. Wir haben gleich kein Pokémon mehr. Wir haben nur noch Roman haben wir. Und Charmian. Und Roman ist jetzt schneller automatisch als Scaraborn. Durch Ruckzuck-Hieb eh erst recht. Und ich hoffe, wir kriegen ein Level Up wenigstens mit Roman, dass wir Level 19 noch sind. Ja, geht doch. Ich hoffe, wir lernen noch irgendwas. Ein Yanma, oh Gott. Das könnte Probleme machen. Wir müssen unbedingt Donnerwelle einsetzen. Ja, super. Es macht Scanner. Ja. Und es macht natürlich dadurch den Speed-Erhöhung.
Nein. Das kann jetzt noch dauern. Wenigstens Donnerwelle, okay. Das kann ein guter Vorteil werden, weil Donnerwelle ist einfach... Ja. Es wird zwar schneller, aber wir müssen irgendwie das Ding angreifen. Oh, wir machen minimal Schaden. Nein! Das ist unglaublich. Das Ding ist gefährlich. Das Ding ist recht gefährlich. Ob wir den Kampf überleben, was weiß ich nicht. Ich kämpfe auf jeden Fall jetzt hier bis zur letzten Minute. Und diese letzte Minute, ja, die werde ich auch richtig ausnutzen. Aber das Ding wird auch immer schneller. Das ist gefährlich. Und das war mir irgendwie klar. Aber es kann auch nicht angreifen. Das ist auch schön. Und es wird noch schneller. Irgendwann ist das so schnell, dass es selbst unser Ruckzuck-Hieb schneller aus ist. Ja, Ultraschall. Das heißt, wir müssen uns jetzt heilen, ne? Ja. Denn... Oh Gott, wir haben nur noch zwei Tränke. Das zieht immer... dieses Scheißding zieht immer genau 20 ab. Und unsere einzige Möglichkeit war halt, das halt so zu machen. Und es wird auch nicht mal schneller. Das ist gut. Aber jetzt gehen auch viele Attacken von uns daneben. Komm, wir müssen unbedingt treffen. Und ein Volltreffer wäre mir jetzt auch lieb. Nein, Doppelteam, das ist das, was es nicht machen darf. Ich habe noch keine Attacke, die immer trifft. Aber Ruckzuckhieb macht momentan sein Ding. Auch wenn wir hier irgendwie, ja, nicht unbedingt auf die Kraft kommen. Aber wir machen Schaden, das ist wichtig. Gut. Ja, das war irgendwie klar. Nein, es trifft. Ein Glück, dass das kein Volltreffer landen kann. Weil dann hätten wir echt ein Problem. Was wollte es denn jetzt machen? Ach, Scanner. So, wir treffen, das ist gut. Es ist im roten Bereich. Ist das vielleicht doch noch der Sieg für uns? Ist Roman wieder der Held des Partes? Es ist unglaublich. Ich kann nicht mehr. Ich schreibe Roman gleich einfach an und sag wieder, dass er mir wieder den Part gerettet hat. Wenn er das hier überlebt. Wenn Roman jetzt zeigt, dass er trifft und er trifft. Das ist unglaublich. Ich fasse es nicht. Es ist unglaublich. Wir waren definitiv im Nachteil. Roman, dieses Level 20 hast du dir echt verdient. Du warst unglaublich. Wow, da kann ich auch nur wow sagen. Au, wow, 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 wow. Roman, das war in einem Wort Hardcore. Leute, wir sehen uns im nächsten Part definitiv wieder. Und bis zum nächsten Mal erstmal danke fürs Reinschalten und Masala Vista, Baby.